Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stellaris, hier mit dem Merp und dem Ranger, mit dem wunderschönen Pungos-Kollektiv, ne, die kleinen Schattervögelchen und die groben Steine, ne, die spirituellen, der Steinkult. Grüße euch beiden, herzlich willkommen. Der Hallo. Steinkult grüßt. Pinguine haben immer einen Lieblingsstein, wie Otter. Wie Otter? Ich würde gerne Merp in den Arm nehmen. Oh. Oh mein Gott. Das ist aber ein großer Flügel. Stein, du. Mit meinen kleinen Flügelchen. Komm her, Stein. Kuschel. In meiner Vorstellung sind wir halt so 3 oder 4 Meter groß, weißt du? Ja, in meiner auch. Deswegen. Alter, was seid ihr für Viecher, ey? Stellt euch mal vor, das wäre wirklich so ein handgroßer Stein, der hier die ganze. Weißt du, was total schade ist? Und macht so einen Dreck. Nein! Dass deine Spezies nicht spiritualistisch ist, weil dann würden sie vielleicht quasi anfangen, so einfach so ein Stein, also so einen Charakter für mich aufzustellen. So, das ist jetzt ein Hinkelstein, wir beten ihn an. Nein, nein, du musst genau da stehen bleiben. Und er so, okay. Okay. Und er würde es tun. Ich bewege mich nicht. Ah, ja, ich bewege mich mit meiner Armee auch nicht. Aber lassen wir weitermachen, oder? Wir machen weiter, ja. Woo. Let's go. Let's go, my friends. Let's go. Wo waren wir stehen geblieben? Es ist ein bisschen her. Ich muss ein bisschen sortieren, wo wir sind. Wir bauen Zell-Replikatoren. Also Klonanlagen. Genetische Klonanlagen. Nee, ich weiß nicht, keine Klonanlagen nicht, aber halt, dass wir mehr Pops generieren. Ich glaube, das können wir überall machen. Überall, wo wir noch Platz haben, können wir jetzt diese Klonanlagen irgendwo noch hinkleistern. Ha? Was meint ihr? Wobei, hier habe ich ganz viele Forscher drauf. Den würde ich ersetzen. Zwar ein Industrieviertel hier drauf. Boah, das macht keinen Sinn, ne? Das ist egal. Wir können mal generell mal gucken, ob wir hier spezialisieren können. Hier haben wir ein Produktionsministerium. Das boostet was? Legierung und Handwerker boostet das. Aber nicht unser Mineralien. Ja, das ist ja eine Trollerei. Ersetzen? Kann ich hier nicht so ein Mineralien? Da. Nee, Militärakademie. Das da will ich haben. Das ist doch viel besser. Und die müssen ersetzt werden hier. Das ist ein Müll. 3 davon will ich dann haben. Drogenhandel auf meinen Habitaten. Das ist frech. Was haben wir hier Schönes? Ich glaube, wir können aufhören mit Forschen, ne? Ich glaube, damit sind wir durch. Ne, warte, wir nehmen was mit PC. Kostengebäude. Alles doof irgendwie. Nehmen wir das doch hier. Raumschiff, ja, das ist gerade nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Tja. Wir spezialisieren unsere Planeten. Das ist jetzt mein Ziel. Das heißt, macht es Sinn, dass ich die Bergbauteile hier baue? Nee, macht es nicht. Macht es Sinn, dass ich hier vielleicht meine ganze Nahrung drauf produziere? Hä? Naja, auch nicht wirklich, ne? Hier hätte ich jetzt. Hier baue ich Nahrung ab. Da könnte ich Nahrung drauf machen. Hier ist auch halb geteilt, was auch total doof ist, ne? Okay, wir müssen mal durchstrukturieren. Hier könnte ich meine Nahrung draufpacken. Warte mal, damit hören wir mal eben kurz auf. Also, wo habe ich noch einen Planeten, der sehr viel Nahrung produzieren könnte? Nee, hat er nicht. Meine Ringwelten könnten Nahrung produzieren, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Kostet kleine Teilchen, aber. Gibt es sonst noch eine Welt, die Nahrung produzieren könnte? Der hat ganz schön viel Energie. Eieiei. Und der hat einen Energienexus. Okay, der ist schon mal sehr effizient. Ne? Das ist schon mal gut. Da könnte man hier überlegen, ob man die Bergbaudistrikte in Stadtdistrikte umbauen möchte, damit man mehr Baufläche bekommt. Ich glaube, das ist sinnvoll. Hier könnte man Industriedistrikte draufbauen. Haben wir schon Mineralien? Nee, haben wir nicht. Wir haben ja beim Produktionsministerium. Dann will ich hier auch ein Mineralienministerium drauf haben. 2 davon sollen gebaut werden. Wichtiger sind die hier aber.
Wir investieren mal in unsere... in den Ausbau unserer Planeten. Auch wenn dann sehr viele Jobs übrig bleiben. Ja, wir wollen natürlich unsere Kuratoren weiterhin behalten. Hier ist ein Produktionsministerium drauf. Was halt gar keinen Sinn macht. Das ist dumm. Warum habe ich das hier drauf gebaut, ne? Ich will ein Mineraliengebimsel haben. So, das ist viel wichtiger. Und dann können wir hier noch einen Zellfabrikator drauf bauen. Holotheater brauche ich nicht. Unterhaltung haben sie. Genklinik kann hier drauf. So. Wahlen sind egal. Enthalten wir uns. Wir haben einen neuen Anführer und zwar Kolonieschiffe, Baukosten, Korvetten. Ja, Cyborg. Handelswert plus 5%. Naja, jetzt nicht so krass, ne? Muss man jetzt zugeben. Da hätte auch mehr sein können. Ja. Tja, benutzen wir einfach eine der Ringwelten? Ja, wir benutzen eine der Ringwelten. Ersetzen. So, wir benutzen eine der Ringwelten. Die Produktion. Das heißt, was kommt jetzt hier weg? Wir könnten das Produktionsministerium wegbauen, abbauen. Job als Politiker. Produktion Metallgier 15%. Weiß ich nicht. Filze mit Verbesserungskosten für Schiffe. Nahrungs durch Job. Das machen wir doch hier. Hä? Game? Hallo? Achso, oh. Ey, Megakomplex, Hyperraumanweiser. Bewohnbarkeit, kaputte Welten. Das ist cool. Nahrungsverarbeitungszentrum. Yo, das brauchen wir. Haben wir da einen passenden Forscher für? Genforscher? Haben wir keinen, ne? Kriegen wir auch nicht. Schade. Kein Genforscher. Ärgerlich. Hier drauf kann ich dich noch spezialisieren. Ersetzen. Da will ich ein Industrieviertel rausbauen. Ja. Das ist, glaube ich, besser. Bauen wir lieber ein Industrieviertel raus. Mineralien produzieren wir ja eh genug gerade. Hier werden Bergbaustationen rausgebaut. Sehr gut. Hier. Was haben wir jetzt hier für ein Problem? Ich könnte Industrieviertel bauen. Stadtdistrikte. Wo ist denn die zweite Ringwelt? Warte mal, welche Ringwelt haben wir hier? Das ist eine Forschungsringwelt. Das ist auch eine Forschungsringwelt. Das wird eine Produktionsringwelt. Und die hat noch gar nichts. Kommt hier eine Agrarringwelt drauf? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Montage. Kein Bewohnerbau. Wieso nicht? Es gibt keine Planeten auf. Nee, warte mal. Es gibt keine Spezies auf dem Planeten, die zusammengebaut werden kann. Bitte was? Das muss ich mal gleich jetzt nachgehen, was hier los ist. Warum werden keine Roboter mehr gebaut? Roboterarbeiter. Updated.
Gesandter gestorben. Ja, gut. Special Project complete. Ja, Special Project complete. Ich kann keine Roboter mehr bauen. Spieltechnische Frage. Ja. Meine Montageanlagen bauen keine Roboter mehr. Was kann der Grund dafür sein? Hast du es vielleicht bei den Dingens eingestellt? Bei deinen Entscheidungen auf dem Planeten? Also da kann ich noch sagen, Robotermontage stoppen. Also es steht auf an eigentlich. Ist ein Arbeiter zugewiesen? Ja, Arbeiter sind zugewiesen. Weiß ich jetzt nicht. Also bei mir tun sie es. Okay, alles klar. Dann gucke ich mal, ob ich einen Fehler finde. Das ist natürlich falsch. Also ich schaue mir es gerade eben mal an, ne? Aber bei mir, der Montagefortschritt findet statt. Okay, danke euch. Du kannst auch mal draufklicken und gucken, ob das Häkchen drin ist. Also du gehst in Bevölkerung, rechts Demografie, klickst auf die Montage und dann müsstest du ein Häkchen drin haben. Also bei mir ist es einfach nur ausgegraut. Kein Bewohnerbau. Es gibt keine Spezies auf dem Planeten, die zusammengebaut werden kann. Okay, das ist komisch. Dann solltest du mal gucken, was du mit deinen Roboter-Einstellungen gemacht hast. Guck, ob die Richtlinie falsch ist. Das könnte sein. Das könnte sein, also ob du da irgendwas gemacht hast. Eingeschränkte Kriegshaltung, diplomatische Haltung, Korb. Stein, oh Stein! Sei ruhig mein! Hier sind die Pungos. Was gibt es? Ihr seid ein toller Lehnsstein, wenn man so sagen möchte. Nicht so toll wie die Pungos natürlich, aber ihr seid trotzdem äußerst toll. Äußerst toll. Die Pungos sind meistens allerdings unabhängige Kolonien, wenn sie wissen, was ich meine. Stein, es geht darum, dass wir vielleicht gerne das Verhältnis zwischen uns ändern würden, anstatt vielleicht euer Vasall zu sein. Lieber ebenbürtige militärbündnische Partner. Was halten Sie davon? Aber ihr seid doch gar nicht ebenbürtig. Oh lol. Huch, ouch. Ihr wollt frei sein? Ja. Ja. Stein. Was können wir machen? Aber was bekommt der Steinkult für seine Dienste? Was würdet ihr denn gerne haben? Sklaven? Nein, wir halten nichts von Sklaverei. Da entgeht euch etwas. Aber wir wünschen uns eine gegenseitige Garantie und wirtschaftliche Verflechtung. Ich würde die gegenseitige Garantie sehr gerne in Anspruch nehmen und ich würde vielleicht auch gerne mit euch, weil ich euch als einen ehrenwerten Krieger sehe, auch wenn ihr das wahrscheinlich nicht seht, aber habt ihr mal einen von euren Freunden gegen den Kopf von jemand anderen geworfen? Naja, darum soll es gar nicht gehen. Ich würde gerne auch mit euch ein militärisches Bündnis eingehen, wenn dies etwas für euch wäre. Das können wir gerne tun. Könnt ihr Bündnisse schmieden? Wie funktioniert das? Dafür müssten wir leider unabhängig von euch sein, aber danach können wir dies durchaus tun. Dann machen wir das. Ich meine das natürlich, Stein. Ihr seid so weise und steinig. Es ist schön. Cool. Freut uns, Pungos sind wieder frei. Frei zu erobern. Nee, Quatsch, machen wir nicht. Ja. Ich werde direkt einen meiner besten Abgesandten zu euch schicken. Alfrungos, geh zum Stein! Habt ihr ein Defensivabkommen? Vielen lieben Dank. Wir werden euch versprechen können, lieber Stein, da wir ja wissen, dass ihr
aus irgendeinem Grund keinen Krieg haben wollt, dass wir euch aus unseren Kriegen auch heraushalten werden. Ich kann euch nämlich garantieren, und damit galaktischer Rat, Gemeinschaft, hört zu, die Froscher, sie werden weiterhin als Feind der Pungos angesehen werden. Okay, das heißt... Mehr gibt's nicht zu sagen. Dankeschön. Danke, danke. Lassen Sie ruhig die Flossen. Gib die Flosse, genau. Vielleicht lernt ihr so die Weisheit des Steins. Ich wusste immer, ihr seid der Schein der Weisen. Ich drück euch die Flossen. Woran kann Aber das wir liegen? Haben keine Flossen. Handelspolitik, nein. Vielleicht könnt ihr ja jemanden so erschaffen. Bildhauern. Erlaubt Roboterarbeit. Flüchtlinge, nur Bürgerspezies. Wisst ihr, was Bildhauen ist? Ja, unsere Welten sind voll mit Statuen. Verboten. Säuberung. Achso, ich dachte, das ist, wenn sie in ein Museum reingehen und dann auf das Gemälde hauen. Tschüss. Ihr Pungos seid interessant. Nach wie vor. Wenn wir mit mindestens dran ein reichen Forschungsabkommen schließen. Okay, vielen lieben Dank, Stein. Mit denen, hier sollten wir drauf aufmerksam Xena studieren. Die legislative Festlegung einer passiven Haltung durch Punkto Xena studieren sorgt für Zustimmung. Eine passive Haltung. Xenos studien, habt ihr was? Eine passive Xenos studienhaltung sollten wir anstreben. Okay. Dann brauchen wir keine Säuberung. Aufzuhalten. Sorgt für großes Missfallen bei der Fraktion. Alien, okay. Säuberung aus und passive. Technology discovered. Passive und Säuberung verboten. Das machen wir und das nehmen wir. Also die Forschungen laufen gerade so durch und wir selber müssen jetzt mal eben ein bisschen gucken, dass wir unsere Richtlinie hier auf Vordermann kriegen. Fraktionen. So, guck mal, die sind schon ein bisschen mehr happy unterwegs. Das freut mich. Neuer Kontakt. Die Kontaktaufnahme mit anderen Reichen sorgt vorübergehend für Zustimmung bei der Fraktion. Okay, ja gut, föderiert. Der Eintritt in eine Föderation sorgt für Zustimmung. Ja gut, das können wir aktuell nicht machen. Was haben wir denn hier? Leere Hüllen. Der Satz, organisches Leben durch Roboter sorgt für Missfallen. Was sind das denn? Sind das die Spiritualisten hier oder was ist mit euch? Das könnten die Spiritualisten sein, ne? Guck, wir sind super xenophil. Also wir lieben alle anderen Rassen. Was heißt wir lieben? Wir finden andere Rassen halt. Das Fleisch ist schwach. Okay. Psychische Verfolgung, ja, das sind auch nur 20 Leute, ne? Hier könnten wir noch ein bisschen gucken. Bewegungsfreiheit. Die Freiheit, Umsiedlung von Bewohnern durch das Verbot von Zwangsumsiedlung und das Deaktivieren der Migrationskontrolle sorgt für Zustimmung. Okay. Reproduktive Freiheit, selektive Bevölkerungskontrolle zu verbannen sorgt das für Zustimmung bei der Fraktion. Okay. Das heißt, Bewohner, Migrationskontrolle muss ich, nee, Bevölkerungskontrolle, selektive Bevölkerungskontrolle erlauben. Machen wir auf verboten mal. 10 Jahre lang. So. Fraktionen. Was war hier nochmal? Wissenschaft ohne Grenzen. Naja. Und ihr wollt jetzt noch was haben? Ihr wollt die freie Umsiedlung wollt ihr haben, ne? Die freie Umsiedlung von Bewohnern durch das Verbot von Zwangsumsiedlung. Fraktion. Nee. Richtlinien. Umsiedlung könnte ich verbieten, ne? Jetzt basteln die mir aber alle möglichen Viecher hier, die ich eigentlich nicht haben möchte, ne? Ja gut, uns auch jetzt egal. Kriegen wir schon hin. Also die KI macht schon keinen so großen Quatsch. Hoffe ich. Umsiedeln, wir können immer noch umsiedeln, das ist gut. Das sollten wir auch, glaube ich, erstmal beibehalten, damit wir
Wo ist denn meine Ringwelt? Ringwelt D suche ich. C. Habitat D. Ach. Wir bauen einfach, ne? Also wir machen jetzt einfach. Wir haben ein bisschen zu wenig Nahrung, darum kümmern wir uns gerade. Wir waren dabei, unsere Planeten umzustrukturieren, ne? Kann ich das durch einen Generatordistrikt ersetzen? Nein, kann ich nicht. Dann bleibt das dabei. Hier haben wir das Produktionsministerium drin. Das ist aber nicht so wichtig. Kann ich die durch Bergbaudistrikte ersetzen? Nein, kann ich nicht. Das heißt im Endeffekt, das müsste umgebaut werden. Ich habe aber immer noch nicht rausgefunden, warum ich keine Roboter mehr baue. Doch, bauen. Wir bauen wieder Roboter. Okay, Gott sei Dank. Irgendwie habe ich das jetzt... Also irgendwas war da falsch. Oder verbuggt oder so. Hier haben wir ein Produktionsministerium drin und eine Mining Station. Das heißt... Es werden hier erstmal alle umgebaut. Das heißt, wir werden gleich noch mehr Nahrung verlieren. Sternbasenkapazität plus 1. Hypercoms Forum. Keine Ahnung. I guess ja. So, irgendwo ist jetzt einer meiner Forscher nicht besetzt. Wahrscheinlich dann... Warum ist hier kein Forscher mehr? So, Forschung unterstützen. Die ganzen anderen Sachen, da sollten wir vielleicht mal forschen. Wir bauen mal einen... Koloss. Ah, wir wollten Koloss bauen eigentlich, ne? Ah, warten wir noch mit. Brauchen wir nicht. Ich glaube, das hier war eine Fehlinvestition. Ich glaube, das könnten wir rein theoretisch auch entfernen. Eine andere Megastruktur ist, glaube ich, interessanter für uns. Reich der nackten Menschen. Hier sprechen die Pungos. Wir kommen in Frieden. Glaube ich. Das hoffen wir doch mal. Wie kann ich euch denn dienen? Glauben und Hoffen ist der Kirche vorbehalten. Bei uns sprechen Zahlen und Fakten. Überdies würde ich aber auch gerne mit euch reden. Wie ihr vielleicht auch gehört habt, das Pungos-Kollektiv bekannt für seine glorreiche Technologie. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir gegenseitig von unseren Technologien profitieren? Wir sind sehr, sehr technologisch fortschrittlich. Sehr, sehr. Er sagt, erbärmlich seid ihr, ne? Seien Sie froh, dass ich nicht meinen Lieblingsstein dabei habe, sonst würde ich Ihnen den direkt gegen den Kopf werfen. Okay, dann sagen wir nicht erbärmlich, sondern rückständig. Ich glaube, das ist noch eher zutreffend. Nun. Wir helfen euch. Haben Sie Diplomaten, wenn das Ihre weisen Worte sind. Wir helfen euch gerne, eure rückständige technologische Darbietung aufzubessern. Das wäre ja wunderbar. Ja. Was würdet ihr gerne im Gegenzug haben? Gar Sklaven? Nicht. Nein. Nicht? Keinerlei. Wie kann man keine Sklaven haben möchten, wollen, tun? Uns reicht die Genugtuung, dass ihr aus eurem aktuellen, ja, rückständigen Dasein herauskommt. Rückständiges Dasein hört sich... Ach, egal. Sehr gerne. Aber wenn ich richtig sehe, haben wir doch bereits schon... Oder nicht? Nein, haben wir nicht. Sollten wir nicht. Oder einer meiner Diplomaten wird sonst gleich sterben, wenn es schon der Fall war. Ich glaube, damit ich euch wirklich vertrauen kann, müssen wir anfangen... unsere Beziehungen vielleicht, unsere diplomatischen Beziehungen zu vertiefen. Soll ich Spione zu Ihnen schicken?
Nee. Es reicht, wenn ihr Diplomaten schickt. Die Spione können gerne zu Hause bleiben. Diplomaten? Ja. Seltsam. Nun, also eigentlich ist das Diplomatische der Pungos immer das Schwert und der Schnabel. Aber vielleicht können wir für euch eine Ausnahme machen. Wir haben ja, ja schon irgendwie. Ich bevorzuge eine Ausnahme. Okay. Sie sind alle zu weich. Wir würden gerne eine Botschaft bei Ihnen etablieren. Der Steinkult ist nicht weich. Das stimmt, Stein. Da habt ihr recht. Beobachtet. Ihr seid sogar sehr hart. Wir sind die Definition von hart. Wir sind Stein. Sie dürfen aber nicht zu hart zu sich selbst sein. Nun, Iduka. Ja? Wir schicken ihn dann noch... Nee. Ah. Alles gut. Vergessen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Meine Diplomaten werden erstmal mit Ihnen weiter agieren. Alles vergessen? Es ist schön mit... Nein. Okay. Sie... Hören Sie auf, mir die Worte im Schnabel rumzudrehen. Ich wiederhole nur das, was Sie sagen. Ah, dann... wiederhole ich jetzt 20 Folgen Scrubs. So. Viel Spaß dabei. Was ist ein Scrub? Das ist eine ganz wilde Alienrasse, die fern unserer Galaxie leben soll. Ich dachte, es wäre eine Geldwährung in einem ausgedachten Spiel. Sie sind ja alle sehr lustig. Jetzt kommt der Stein, was ist ein Spiel? Was ist lustig? Nein, das fragen wir nicht. Okay, gut, das beruhigt mich. Haben Sie etwa Spielsteine? Natürlich. So wie wir Zinnfiguren haben, Zinnsoldaten und Zinnforscher, hat er Spielsteine. Sie haben Zinnforscher? Ja, sicher. Habt wie ihr spielt nicht? Man denn mit den Zinnforschern? Dass man eine neue Forschung entdeckt. Das ist doch, also nichts Schöneres in der Welt gibt es, etwas Neues herauszufinden. Haben Sie schon mal einen Planeten komplett bombardiert? Das ist Genugtuung. Das hört sich irgendwie grausam an. Kommt auf die Perspektive an. Von oben geht's. Oh Mann, der war deep. Pungos sind auch Philosophen. Das ist Kunst. Als nächstes gibt's die Philosophos. Oh, da würde ich auch drauf freuen. Der Steinkult hat eine Entscheidung getroffen. Wir sind ganz Ohr. Wir werden das Mafia-Myzelium aus unserem Reich verbannen müssen. Dem würde ich mich sehr nur zu gerne anschließen. Aber ich habe gerade anderes zu tun. Aber ich glaube, der Steinkult wird das auch selbstständig zu regeln wissen. Selbstverständlich. Wunderbar. Ich unterstütze diesen Antrag. Das Mafia-Myzelium ist mir generell ein Dorn im Auge. Das müssen wir mal gucken. Dann müssen Sie eine Schutzbrille aufsetzen. Aber das bringt leider nicht immer was. Ja, ja, ja. Wie machen wir das hier? Bei dem Planeten bin ich gerade ein bisschen überfragt, was ich aus dem machen möchte. Da ist ja alles und nichts drauf. Tendenziell Mineralien. Können erstmal das Ding hier weg. Tendenziell können wir ja darauf Mineralien abfahren. Dann bleiben aber immer noch Plätze frei. Ich habe hier 6, 9, 12. Wir werden aber vorsichtig mit ihnen umgehen. Sie sind so zerbrechlich. Das würde ich dann ersetzen wollen hier. Einmal durch ein Produktionsmysterium. Wir haben dafür nämlich die Pungos Boys bei uns. Die singen häufiger mal Quit playing games with my heart. Was ist ein Heart? Also Stein ist hart. Wir sind hart. Genau. Aber ich glaube, ihr meint was anderes. Nein, wir sollen mit euch spielen. Nicht mehr spielen.
Das heißt, ihr wollt nicht mehr mit uns befreundet sein? Das heißt, die Folge ist jetzt vorbei. Das ist offensichtlich. Gut, ne, wir werden in der nächsten Folge, wenn wir auch noch weiter umstrukturieren. Und sobald wir damit fertig sind, werden wir unsere 100.000 dem Mafia-Mycelium einmal auf den Deckel hauen. Ne? Reicht wieder langsam. Ne? Die machen nur Quatsch bei uns. Mal gucken. Ne? Euch allen noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Schaut auch gerne bei den anderen vorbei, beim Rap und Ranger. Und ja, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.